Spotted you dancing in the club, shaking it out, shaking you out. So sexy, hot as fuck. Grüß Gott, ich will ein Flop-Video drehen. Ja, es ist ein ziemlich peinlicher Flop, ich habe es nämlich aufgebraucht. Aber nur zwangsmäßig aufgebraucht. Und zwar geht es um das Shampoo von Yves Rocher. Das ist ja relativ, naja, relativ neu nicht mehr, aber es ist eins der neueren. Das gehört auch zu dieser kolorierten Reihe, glaube ich. Das ist so, also der Duft ist schon mal extrem kacke. Weil der war ja echt grauslich. Also der Duft war wirklich, wirklich grauslich. Dann die Konsistenz von dem Ding, die war so dick, dass sie einfach nicht angefangen hat zu schäumen. Auch ein großer Minuspunkt. Dann habe ich auch nicht das Gefühl gehabt, dass es meine Haare sauber gemacht hat. Es hat die Haare total beschwert. Also so richtig, ja, das Gefühl danach war einfach schrecklich. Ich musste immer danach noch was benutzen, wenn ich das für meine Haare jetzt benutzt habe. Also, weil ich es nicht weiter benutzen wollte und ich auch nicht herschenken wollte, weil es war ja nicht gerade günstig. Es war, glaube ich, 5, 6 Euro oder so hat das kostet, das Ding. Das Ding da. Für 200 Milliliter, aber wurscht. Ja. Deswegen habe ich mir gedacht, okay, probier es mal für die Pinsel. Weil ich habe auch kein Pinselreinigungszeug mehr gehabt, also Babyshampoo keins mehr gehabt. Und habe mir gedacht, okay, wenn ich das so schlecht finde, dann benutze ich mal das dafür. Nein, also das Einzige, womit ich meinen, ich meine, der ist jetzt so dreckig, sorry dafür. Diesen Pinsel habe ich mit dem Shampoo richtig gut sauber bekommen. Weil der hat leider, erstens mal stinkt er nach dem Waschen extrem. Jetzt natürlich nicht, es biegt nur Make-up drauf. Er stinkt nach dem Waschen extrem, fragt mich nicht warum, aber er tut es. Das ist nämlich einer von MAC, ich kann da gar nicht euch sagen, welcher das ist. 107, man kann es nicht mehr ganz lesen. Ich kann es euch doch sagen. Aber der hat so angefangen zu stinken. Okay, der stinkt, das ist eine Ausrede für den Pinsel. Der stinkt eigentlich immer nach dem Waschen. Mit dem hier, ups, mit dem hier, fand ich, er hat trotzdem noch gestunken. Aber ich habe den wirklich sauber bekommen. Sogar innen, drinnen, bei dem, ich meine, ich finde das jetzt eklig, wenn ich da rumpopel an dem Pinsel, weil ich habe ihn ja heute benutzt. Aber ja, hier innen konnte ich ihn sogar waschen. Und das ist ja sehr selten bei dem Pinsel gewesen. Aber nur für einen einzigen Pinsel, den ich waschen können habe, weil den Concealer-Pinsel, den ich immer habe, ich zeige ihn euch schnell. Entweder habe ich den hier, das ist auch einer von MAC. Das war so eine Weihnachts-LE. Ich kann euch den mal zeigen. So sieht er aus, den benutze ich für Concealer und ich habe noch einen, den ich für Concealer benutze, den tue ich immer abwechseln, wenn der eine zum Beispiel zu dreckig ist oder gerade im Trocknen ist. Die gingen mit dem überhaupt nicht sauber. Da war noch immer Rest drauf und ich kriege die auch, seit ich das benutzt habe, kriege ich die beiden Pinsel nicht mehr so sauber, wie ich könnte. Fragt es mich nicht warum, aber ich glaube, es liegt an dem, weil früher hatte ich die Probleme mit dem Babyshampoo, wie ich das gemacht habe. Nie. Und das war wirklich nur das da. Ich habe es mir eigentlich nur gekauft, weil es neu ist und ich liebe ja Yves Rocher und ich probiere immer von Yves Rocher die Sachen aus, wenn sie neu sind. Aber das hier war echt mega kacke. Also das war ja wirklich schrecklich. Schrecklich. Ich kann euch das... Oh, ich habe da noch ein bisschen was drin. Guckt. Okay. So. So war die Konsistenz. Und die war richtig dick. Also, das war eher wie eine Creme und nicht wie ein Shampoo. Und wenn man das mit... Ich weiß, ich jammer jetzt gerade urviel. Also, beziehungsweise ich bin gerade urzickig. Aber das für 6 Euro. Nie im Leben. Ich muss mal schauen, ich kann euch das unten, wenn ich dran denke, in der Infobox verlinken, wie viel es wirklich kostet hat. Ach, weil das ist ja echt grauslich. Und das war auch noch so dick von der Konsistenz, dass die Haare dann richtig schwer geworden sind und richtig runtergehängt sind. Ich meine, jetzt zur Zeit benutze ich wieder Yves Rocher Shampoo und ich bin auch nicht zufrieden. Ich sollte mal wechseln, weil ich habe das Haarausfall-Shampoo gerade in aktueller Benutzung und bin nicht mehr so zufrieden. Am Anfang hat das so einen aufpolsternden Effekt gemacht und heute irgendwie, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Ja, aber das werde ich mir auf jeden Fall nicht mehr kaufen. Weil ich bin wirklich enttäuscht davon gewesen, weil das kenne ich eigentlich gar nicht so von Yves Rocher. Und da war ich ehrlich gesagt sehr enttäuscht. Ja. Es ist auch 6 Monate haltbar nach dem Öffnen. Die Inhaltsstoffe könnt ihr euch hier mal anschauen. Zack. Hier sind die Inhaltsstoffe. Ich kenne mich damit ja jetzt nicht so aus, aber... Ja, die Anwendung, also, ah ja, Blödsinn, das war auch das Produkt, ich habe da extra einen Zettel dazu bekommen, weil ja alles auf Französisch drauf stand.
Da war ich urstolz drauf und da war das Produkt so kacke gewesen. Also hier, nur auf Französisch und kein Deutsch. Alles nur auf Französisch. Ja. Vorne auch. Normalerweise steht es vorne ja auch auf Deutsch drauf, aber... Ja, ich habe es jetzt Gott sei Dank leer. Gott sei Dank. Aber ich würde es mir auf gar keinen Fall nachkaufen. Ich glaube, das habe ich schon ziemlich oft gesagt. Aber nachkaufen würde ich mir das auf gar keinen Fall. Ja. Vielleicht habe ich es auch einfach falsch angewendet. Ich habe keine Ahnung, aber... Ja, ich mag es nicht. Mich würde interessieren, ob ihr das auch ausprobiert habt. So sieht es aus. Oder ob ihr es kennt. Oder wie bei euch die Erfahrungen mit Yves Rocher Shampoo sind, wenn ihr jemals welche benutzt habt. Das auf jeden Fall war kacke und ich hoffe, euch hat das Video trotzdem gefallen und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bye!